So, moin Leute und damit ein herzliches Willkommen zu einem weiteren Last Day on Earth Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es endlich nach langer Zeit wieder ein Video, aber auch Update-Infos zur 15. Staffel von Last Day on Earth und dem Geburtstags-Update, beziehungsweise das damit verbundene Geburtstags-Update. Ich hatte eigentlich gestern schon ein 26-minütiges Video gemacht, allerdings war da der Spielton deutlich zu laut und das konnte ich nicht hochladen, weil das qualitativ echt minderwertig war. Deswegen, ja. Hier einen Tag später, das nächste Video. Wir müssen erstmal die Plünderer hier noch versorgen. Das ganze Zeug, was hier drin ist, kann weg. Das ist überhaupt kein Verlust. Wir rufen die noch einmal, dass wir auf jeden Fall da nochmal einen Blindraid machen können, so wie wir das im vorherigen Video auch gemacht haben, was ich nicht hochladen konnte. Dann gucken wir uns auf jeden Fall noch die Sneak Peeks an. Ich habe auch noch 24 von den Draufgänger-Paketen hier in meiner Inbox einfach übelst krank. Das heißt, wir bekommen hier viermal dieses Motorrad-Skin-Outfit und eventuell Milkor M16 oder sogar eine voll gemoddete VSS und die Kronkorken, die sind ja sowieso inclusive. So, erstmal die Plünderer hier versorgen. Macht das hier bloß nicht nach mit den Tasks, dass ich die hier paye, ist einzig und allein für euch, dass wir Entertainment haben, dass wir vorankommen. Als normaler Spieler würde ich das hier auf keinen Fall machen, aber die Coins, die Münzen, die ich habe, die sind extra dafür da, dass ich euch hier quasi schnell und einfach unterhalten kann, ohne jetzt großartig noch diese Quests zu erledigen. Zuerst brauchen wir noch eins, zwei extra Beile, damit wir im Raid auch gut zurechtkommen. Ich habe auch immer ein Eisenbeil mit. Ah, das war jetzt knapp. Weil ich spiele ja hier mit Tastatur und Maus und dann kann man sich echt leicht verdrücken. Nee, ein Eisenbeil reicht in der Regel für einen Raid komplett aus. Ich nehme immer nur eins mit. Ich habe relativ viele noch in der Inbox. Das heißt, falls mal Not am Mann ist, kann ich dann aus der Inbox ein Eisenbeil nehmen. Ansonsten bisschen was essen, bisschen was trinken hier und da. Dann können wir nochmal auf Toilette gehen. Und selbst wenn ich noch C4 brauchen sollte, kann ich das ebenfalls aus der Inbox nehmen. Deswegen sage ich auch immer, lasst euer Zeug in der Inbox, sofern es geht. So Sachen wie Gastank, ATV-Getriebe oder sonstige Farben etc. Das könnt ihr natürlich rausnehmen. Rucksäcke würde ich wahrscheinlich auch drinnen lassen lieber. Bei so Sachen wie Gastank und so weiter könnt ihr das natürlich in euren Chopper reinpacken. Dafür ist es ja da. Das braucht ihr unterwegs nicht. Aber wenn ihr mal im Bunker Alpha seid und eure Rüstung ist down, ihr habt keine Rüstung mehr mit, aber ihr müsst das noch zu Ende spielen wegen Raider-Quests oder der Bunker resettet zu schnell oder ihr habt keine Energie mehr, dann ist die Inbox wirklich Gold wert, wenn da drin noch Rüstung liegt. Deswegen hier der Tipp an der Stelle: Lasst es drinne, sofern es geht. Und ja, könnt euch dann darüber freuen. So, wir haben hier eine Plündererbasis ohne Name. Das heißt, ob wir wollen oder nicht, ist das jetzt automatisch ein Blindraid. Ja, das heißt, wir können da auch nicht schauen. Ich habe gestern auch das Sabotagenpaket aufgemacht. War auch ganz angenehm, ne? Also 3 C4 bekommt man hier, eine modifizierte AK und 5 Granaten. Ne, warum nicht? Ich habe ja sowieso Amazon Prime, das ist ja auch keine Produktplatzierung oder irgendein Placement. Ich habe sowieso auch privat Amazon Prime, deswegen bietet sich das echt für mich sehr gut an, dass ich hier das mit Last on Earth verknüpfen kann. Hat man quasi eine schöne Win-Win-Situation. Ja, genau. Dann schauen wir uns erstmal die Basis an. Ich hoffe, sie ist nicht allzu groß, sagte er. Und dann kommt diese Basis hier. Oh, nee. Da können wir wieder was erwarten. Der Pickup-Truck ist leer. Wir haben sehr, sehr, sehr viele Level-1-Wände. Das heißt, entweder brauchen wir viele Beile oder wir brauchen viele Beile. Na gut, wenn wir Glück haben, ist die Basis nicht überall mit Level-1-Wänden ausgestattet. Dann sind wir in 0, nichts drin mit 2, 3 Wänden. Vorsicht, hier sind Dornen. Ich befürchte aber, das wird hier. Ja, gut. Ich befürchte, das wird hier kein Zuckerschlecken. Irgendwie will ich hier oben rein. Die ganzen Türen hier, das passt eigentlich immer dazu, wenn dahinter Kisten sind. Wir probieren es mal hier. So, da haben wir schon mal einen recht großen Raum. Ah, nein, nein, nein. Obwohl doch. Gut, alles gut. Ich dachte jetzt, das wäre eine Level-1-Wand, aber genug Beile habe ich ja. Das heißt, wir haben dort Steinwände und die ersten Kisten, ne?
Kommt auch gleich die erste Welle angerannt. Und ein Bleeblubber müsste noch kommen. Naja. Oh, oh, huiuiui. Schön, lecker, lecker. Hier ist noch die Chopper-Baustelle. Fehlt noch der Gastank. Ich weiß gar nicht, funktioniert das, wenn ich jetzt aus der Inbox einen Gastank nehme und den da reinsetze? Würde das funktionieren? Weil im letzten Video habe ich auch einen Raid gemacht und da konnte ich die Baustelle auffüllen. Das war eine echt kuriose Situation gewesen. Und da habe ich mich gefragt, könnte man theoretisch hier jetzt den Dings fertigstellen? Die Baustellen, die hier sind? Ich nehme mal den Chopper-Tank raus. Ah, komm, wir wollen das hier reinpacken. So, ich bin gespannt. Kann der Chopper-Tank rein? Nein. Und jetzt habe ich einen Chopper-Tank hier im Inventar. Den muss ich erstmal kurz in meinen Chopper reinpacken, weil der ist schon etwas wertvoller. Aber das ist interessant, weil die Baustelle vom Geschützturm, die konnte man auffüllen, beziehungsweise kann man auch noch fertig, also nicht fertigstellen, wahrscheinlich nicht, aber man kann sie auf jeden Fall ergänzen. Das ist auch, ach Mist. Was machen wir denn jetzt? Wir lassen den jetzt einfach mal im Inventar. Den müssen wir jetzt mal drin lassen. Aber gut, dafür sind die Videos da, dass wir mal solche Sachen ausprobieren. Ja, der eine Slot, der mir jetzt hier in dem Raid dann dementsprechend fehlt, gut. Egal. Ist egal. So, gucken wir in die Kiste rein. Vielleicht gibt es hier auch noch irgendwas Schönes. Paar Schusswaffen oder Verbandkästen. SWAT-Armor wäre richtig cool. Also SWAT-Rüstung. Ja, gut, der elektrische Schaltkreis, der ist in jedem Raid mit dabei. Gucken wir noch in die Kiste. Jetzt kommt die nächste Welle. Die Schlüssel nehmen wir mit. Die Bolzen, normalerweise darf ich hier aus der Kiste gar nichts mitnehmen, weil meine Kisten aus der Basis bereits alle schon randvoll sind. Das heißt, selbst die 20 Bolzen hier wären schon zu viel. Ich kann die nirgendwo mehr unterbringen. Ist aber auch nicht schlimm. Ich habe relativ viel an Vorrat da. Oh, hier kommt noch was. Aber ich würde es halt schon gerne mitnehmen. Wir gucken trotzdem erstmal weiter. Oh, Stein ohne Ende. Das braucht man vielleicht für den Anfang, aber ich habe die Kiste so voll. Tickets nehme ich mit, auch die gelben. Sind wir schon bei 65 leeren. Okay, ja, die Plünderer, die würden das Leder, denke ich mal, gut nehmen. Obwohl auch ein modifizierter Speer auch völlig ausreichend ist. Verbandkasten nehmen wir mit. Da kommen schon wieder die nächsten hier. Oh, 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 oh. Da müssen wir aufpassen. Die Giftscheusale machen dann nämlich echt viel Damage. Also wenn die jetzt springen würden, hätte ich einfach eiskalt 30 Damage bekommen. Aber die springen ja hier zum Glück nicht mehr. Wo war die Rüstung? Hier unten drin. Nee, hier in der... Ja, das können wir anziehen, das können wir anziehen, das können wir anziehen. Ja, sehr schön, da haben wir hier auch noch ein bisschen was mitgenommen. Hier war wieder Stein drin, Stein. Gucken wir mal hier rein. Vielleicht ist hier noch irgendwas Metallmäßiges drin, weil hier der Ofen steht. Essen, sehr schön, das ist geil, das ist richtig gut. Dann nehmen wir auf jeden Fall das mit, das und, oh Gott, die Flaschen Wasser, das ist richtig gut. Wasser, nehmt es immer mit, einfach weil ihr das für den Zement braucht. Das nehme ich mal noch mit, die eine Kiste können wir noch aufknacken, ich glaube, dafür haben wir noch genug. Ja, das schaffen wir auf jeden Fall noch. Siehe da, da ist das gewünschte Metall. Das Eisenbeil kann hier rein. Jetzt schauen wir noch kurz hier rein. Wow. Okay, ich nehme mal das noch mit und dann können wir gehen. Man hätte bestimmt uns noch das ein oder andere im Inventar zusammenschieben können. Aber so wie der Loot hier ist, ist er vollkommen okay. Gut. Raid war in Ordnung. Es sind auf jeden Fall Sachen dabei gewesen, die ich noch gut gebrauchen kann.
Und ich würde einfach mal sagen, ich komme jetzt einfach mal zu einer Community-Frage und zwar fragt der General Grievous, wie kam es, dass du mit YouTube anfängst? Ja, die einigen, die mich schon länger verfolgen und aktiv sind, die wissen, dass ich jetzt mittlerweile mein dreijähriges Jubiläum hatte. Warum mache ich eigentlich YouTube? Anfangs wollte ich einfach nur Sachen teilen, das mit anderen, dass andere mit Freude dran haben, wenn ich irgendwelche Pakete gekauft habe. Mittlerweile ist es so, dass ich auch eine Art mehr oder weniger Lernauftrag habe, wenn man das so vorsichtig bezeichnen kann, dass ich auf jeden Fall unterhalten kann, dass ich euch Tipps geben kann, Tricks geben kann, Neuigkeiten, spezielle Neuigkeiten, auch durch meine Partnerposition von Kefir. Paar Blicke hinter die Kulissen, einfach auch gewisse Techniken zum Spiel und so weiter, Let's Plays, ihr wisst Bescheid, einfach aus dem Grund. Das macht mir natürlich sehr viel Spaß, sonst würde ich das Ganze nicht machen. Und das ist einfach grundsätzlich das, warum ich YouTube mache. Und nebenbei natürlich auch noch ein paar Euro dazu verdienen, was dann selbstverständlich aber größtenteils zumindest wieder zurück in YouTube investiert wird. Also da die Einnahmen sind da auch gut verbucht. Ja, das ist eigentlich so der Grund, wieso ich YouTube mache. Natürlich unter anderem auch sehe ich mich ein bisschen auch in der Pflicht, weil es keinen deutschen Last Day on Earth YouTuber gibt. Gerlinde ist nicht mehr und wird auch nie wiederkommen. Zumindest gehe ich davon aus. Und deswegen, ja, mit meiner großen Abonnentenzahl fühle ich mich auch etwas in der Pflicht, einfach euch was zu bieten. Und ja, das macht mir natürlich auch sehr viel Spaß und warum sollte man das nicht machen? Und dann habe ich hier noch eine andere Frage und zwar kommt die von PS-Streamer9826. Hallo Zack, ich habe eine Frage, wann fängt die Season 15 an? Ja, und da kommen wir auch schon gleich zu einem Thema wieder mal zu sprechen, wie das eigentlich in den letzten Videos immer präsent war und zwar zu dem Thema. Ich mache mal kurz die Musik hier aus. Und zwar zu dem Thema Staffel 15. Wann kommt Season 15? Ist die große Frage. Dazu kann ich nur sagen, ja, was steht hier drauf? 25. Mai Android, 12. Juni iOS. Das sind die beiden Release-Daten von dem Spiel Last on Earth bei Android und iOS aus dem Jahr 2017. Wir haben heute den 18. Mai. Das heißt, dass wir eigentlich nächste Woche, Anfang nächste Woche, theoretisch das Update erwarten müssten. Dem ist jetzt allerdings nicht mehr so, denn Kefir hat ein großes, mehr oder weniger großes Sneak Peek gepostet, was auf jeden Fall relevant für das Update ist. Und zwar hat man gestern gepostet, beziehungsweise erstmal geschrieben, wie geht es euch Überlebende? Dank ihrer Hilfe wird es für die Biker besser. In einer Woche werden sie sich von den Ödlern verabschieden und weiterziehen. Dies ist eine perfekte Zeit für sie, um in letzter Minute weiter Belohnungen zu verdienen. Also das Biker-Event ist laut offiziellen Angaben noch 4 Tage und 12 Stunden da. Und dann wurde noch geschrieben, und um sich auf die Season 15 vorzubereiten, es ist in einigen Tagen nach dem Ende des Biker-Events geplant, Ende Mai oder Anfang Juni. Sie sollten etwas Kraft gewinnen und den Sommer voll bewaffnet treffen. Es wird heiß. Und dazu dann einfach noch dieses Foto hier. Sieht erstmal sehr unspektakulär aus. Wenn wir aber das noch mit dem anderen Foto ergänzen, mit dem hier, sieht man darauf schon eine Ähnlichkeit. Das auf diesem Foto hier, wo der Cowboy zu sehen ist, ist natürlich die Frage, wer ist das? Welche Rolle wird er spielen? Er wird auf jeden Fall in Staffel 15 dazukommen. Wir werden den wahrscheinlich als Verbündeten haben, Quests erledigen, Belohnungen in Empfang nehmen. Vielleicht hilft er uns ja auch wie die Söldner vor einigen Updates. Ich glaube, 1.11.17 war das gewesen mit den Söldnern. Eventuell, darüber kann man nicht viel sagen, darüber wurde auch nichts weiter gesagt, das wurde so offen stehen gelassen. Auf jeden Fall sieht es aus wie ein Cowboy, der dann wahrscheinlich, beziehungsweise steht ja schon fest, in Staffel 15 mit uns das Geburtstagsevent von Last on Earth begrüßen wird. Was sieht man auf diesem zentralen Bild? Es sieht aus wie ein Casino auf dem ersten Blick, weil wir haben einen Billardtisch, wir haben hinten diese Gaming-Computer, wir haben eine Bar, wir haben LEDs an den Wänden. Und relativ zentral in der Mitte des Bildes, relativ weit hinten, sitzt dieser neue Charakter und flirtet da ein bisschen mit der Bikerin rum. Das heißt, wir haben hier auf jeden Fall sehr viel vermischt, dass auf jeden Fall der neue Charakter dabei ist mit den weißen Haaren und der Sonnenbrille. Wir sehen die Biker, wir sehen uns selbst als normalen Charakter beim Billardspielen. Und das wird sehr interessant, weil eben die Frage jetzt nun ist,
Was bringt es uns mit diesen Gaming-Computer da hinten, mit diesen Slot-Maschinen da? Was bringt es uns, mit denen zu interagieren? Können wir interagieren? Was bekommen wir für Belohnungen raus? Ist es ähnlich wie an der Tankstelle, dass man da wieder so Kronkorken reinwirft und dann bekommt man da Belohnungen raus? Oder, hier ist wirklich ein sehr fragwürdiges Bild. Wo ist diese Location? Ich bin nahezu davon überzeugt, dass diese Location aus dem Train Yard ist. Wer dazu mal ein Video sehen möchte, drückt mal auf das i drauf. Da habe ich auch schon ein Video zum Train Yard gemacht. Da vermute ich, wird diese Location sein. Wir werden dort die größte Zeit das Spiel, der Geburtstag von Last on Earth dort feiern. So rum gesagt. Und ja, mit diesem Cowboy mit der Sonnenbrille und den weißen Haaren kommt natürlich die Frage auf. Cowboy, das geht ja in die Richtung Wilder Westen. Und was ist daran nicht zu vergessen? Richtig, Pferde. Das Thema hatten wir schon oft. Es gibt im Spiel Pferdetrog, es gibt Pferdesattel. Jetzt gibt es einen Cowboy und es gibt auch schon ein Pferd, was wir im chinesischen Neujahr-Event gesehen haben. Jetzt fehlt eigentlich nur noch das Pferd, um damit zu interagieren. Es ist relativ unwahrscheinlich, dass es kommt. Aber es könnte auch eigentlich ziemlich plausibel sein, weil zu einem Cowboy meistens einfach auch ein Pferd gehört. Deswegen daran meine These angelehnt, dass eventuell auch ein Pferd in das Spiel mitkommen wird. Festes kann man dazu nicht sagen. Die Chance ist nicht null, aber auch nicht 50%, also wirklich sehr gering, denke ich, dass ein Pferd dazukommen wird. Es wird auf jeden Fall eine richtig spannende Sache, eben halt wegen diesen Slotmaschinen, dem Billardtisch. Ich bin auf jeden Fall sehr überrascht. Man scheint diesmal wieder was komplett anderes in eine komplett andere Richtung zu gehen mit dem Geburtstag von Last Day on Earth. Und auf jeden Fall, so viel erstmal dazu. Wir öffnen jetzt noch die 24 Draufgänger-Pakete, die es im Shop gab. 200 Kronkorken, vielleicht brauchen wir sie ja fürs Geburtstags-Update. Eine Milkor, sehr schön. Wunderbar, das fängt schon ziemlich gut an. Ein paar Stiefelchen, eine Hose. Die VSS wäre halt schön. Eine M16, richtig geil. Sehr gut, die kann ich dann rausnehmen und modifizieren. Muss ich eigentlich mit jedem Waffen machen, weil eben die Waffen mit den Modifikationen hier meistens nicht besser sind als die, die ich mir in der Basis auf die Waffen drauf machen kann. Deswegen ist schön, dass Modifikationen drauf sind, aber meistens muss ich die eh rausnehmen, modifizieren. Und geil, noch eine Milka und eine M16. Und das in einem Paket. So, noch eine schöne Jacke. Jetzt haben wir Halbzeit. Haben jetzt insgesamt drei Bonis gekriegt, ne? Zweimal Milkor, zwei M16 und zwei Milkor, also vier Bonis. So, ein Jäckchen. Dann wieder ein haufenweise taktische Rucksäcke dabei. Ich glaube, da müsste ich jetzt nah an die 100 kommen. Okay. Kein Boni. Ein Boni müssen wir auf jeden Fall noch kriegen. Und wenn es die VSS oder nur die M16 ist. Komm, ein Boni muss jetzt noch drin sein. Sechs Pakete haben wir noch vor uns. 200 Kronkorken, okay. Eine Hose und da ist der Boni, die VSS. Jetzt haben wir jeden Boni schon einmal dazu bekommen. Sehr gut, drei Pakete noch. Stiefel, noch eine M16. Sehr schön. Dazu noch taktischer Rucksack und als letztes Paket die Jacke und kein weiterer Boni, aber trotzdem bin ich sehr zufrieden. Wir haben jetzt auf jeden Fall mehr als genug von diesen Biker-Klamotten. Die werden wir bestimmt im Update von Season 15 gut verwenden können. Ja, und dann würde ich mal sagen, die Pakete hier aus dem Krater. Die sind noch 17 Tage da. Gut, da kümmern wir uns dann demnächst irgendwann drum. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Wenn ihr weitere Neuigkeiten zum nächsten Update sehen wollt, dann auf jeden Fall den Kanal abonnieren, Glocke aktivieren, dann wisst ihr Bescheid. Ihr kriegt dann immer eine Benachrichtigung. Es kostet euch nichts. Mich unterstützt es. Und ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Vielleicht schon Staffel 15 oder mit Neuigkeiten für dieses Update. Auf jeden Fall, bis dahin. Ciao.